würden Sie ein Foto machen, wo Sie einmal mit Engels als Engels und Krämer. Das ist unsere erste Videoarbeit. Wir sind von Haus aus eigentlich Fotografen. Der Titel ist Shadow Now. Es ist ein Videoloop von knapp 9 Minuten. Und das ist nicht digital gefummelt oder irgendwie sowas, sondern das ist tatsächlich eine analoge Situation mit Lampen, die diese Schatten erzeugen, daher auch der Name Shadow Love. Und das Thema ist eigentlich Farbmischung, wie die drei Farben Rot, Grün und Blau letztendlich auch Yellow, Magenta und Cyan erzeugen. Und sie bewegt sich dazu so ein bisschen Anlehner an Bond-Titelbilder, nicht Titelbilder, Titelsequenzen. Ja, und es sollte auch wirklich gezielt nicht mit dem Beamer oder auf dem Fernseher laufen, sondern wirklich wie in einem Bilderrahmen sein. Es gibt zwischendurch immer mal kurze Stellen, wo das Bild leer ist, sodass man, wenn man von weitem kommt, auch denkt, huch, da passiert überhaupt nichts. Und dann passiert dann aber doch wieder was. Es geht dann weiter. Von Angela Schilling, diese beiden. Dann hier von Gabriele Elger. Gabriele Elger setzt sich ja auch nicht sehr viel mit Licht auseinander. V-Licht und das wechselt ungefähr alle 20 Minuten die Lichtzusammensetzung. Es kann auch dann mal ganz dunkel sein und das glüht nur nach. Phosphoreszierende Farben sind darauf gegeben. Also wenn wir jetzt nicht alle arbeiten, wenn man jetzt das Licht ausmachen würde, würden die auch ganz doll nach. Und wenn man es jetzt ganz dunkel wäre, würden die lange, lange nach. Ja, das ist von der Judith Klein, dieser jungen Künstlerin aus, die wir jetzt selber auch noch nicht kennen, die wir jetzt hoffentlich auch kennenlernen werden. Die haben wir eingeriert. Ja, die ist nicht im Bochumer Künstlerbund. Und eine multimediale Arbeit, das ist eine Arbeit hier mit WLAN. Hier kann man sich einloggen mit seinem eigenen Handy über WLAN und kriegt dann Informationen. Ja, ich glaube, die setzt sich auseinander mit Informationsfluss. Aber da werden wir, denke ich, auch nochmal eine Beschreibung zu ihm machen müssen. Und das ist, kann ich jetzt einfach, ist schwierig ein bisschen. Also ohne, also aus dem Kontext. Ja, aber es geht, es funktioniert. Ja, es funktioniert, aber auf der anderen Seite, denke ich mal, ist es wichtig, dass da vielleicht auch nochmal zukommt. Das steht. Ja, also bei mir hier, dass man sieht dann, ja, gut, dieses dass man, Video, das wenn man ist reingeht. Klar. Ja. Fasel mit drei Arbeiten. Das sind Arbeiten aus den 80er Jahren, glaube ich. Zum Thema auch Herzfunktion. Die sind aus der Sammlung aus der medizinhistorischen Sammlung der Ruhr-Universität. Also die geliehen, um einen anderen Aspekt vom Fasel zu zeigen, den man vielleicht hier so nicht so präsent hat. Gegenüber Günter Miller mit Abdrucken von Tierfällen. Muss man dazu sagen, dass er Präparator war, auch zeitlebens, und sich oft mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat. Sammlung mit einer Zeichnung der 60er und einem Bild, ich glaube, der 80er Jahre. Der Rita Weiß hier, die kleinen Objekte an der Wand, die hier so um die Wand herumgehen. Ein großes Objekt von Thomas Bülow, da kann vielleicht die Bettina Bülow-Böll was zu sagen. Also Tobias Bülow, das ist mein Bruder, der ist Musiker und Künstler, auch so ein bisschen als Doppelleben. Und das ist ein Fundstück, was er selber sozusagen als Musikinstrument umgearbeitet hat, was hier eben auch dem Besucher, glaube ich, zur Verfügung stehen soll, um es zum Klingen zu bringen. Ja, dann eben der Aspekt Ruhestand als Bezug. Ja. Ja, Thomas Koch, eigentlich in Bochum auch kein Unbekannter. Michael Kleff, hier haben wir nochmal einen Künstler anwesend. Herr Block, wenn Sie kurz mal was zu Ihrem Werk noch. Ja, ich bin zum Schwarzzeichner geworden. Jetzt auch wechseln mit Schwarzmalerei. Mir geht es bei diesen schwarzen Graphit- und Bleistiftarbeiten darum, das Licht eigentlich
zum Ausdruck zu bringen, zum Gegenstand zu machen. Und diese Streifen, die man hier sieht, die kommen nur deshalb zustande, weil die Schraffur einmal senkrecht und einmal waagerecht von Streifen zu Streifen wechselnd ausgearbeitet ist und dass das dann silbrig-grau erscheint und andererseits schwarz erscheint, hat mit der Lichtreflexion zu tun. Sonst ist alles gleichmäßig schwarz. Also das ist das, was mich jetzt interessiert, wie eben Lichtstrukturen sichtbar macht und erzeugt. Obwohl, wenn man so rumgeht, dann sieht man auch, dass das wechselt. Ne? Dass dann dass unter Umständen auch das, was vorher schwarz war, dann silbrig-grau wird. Uta Hoffmann steht gerade hier vor Ihrer Arbeit. Ach ja, dann bitte direkt auch. Ja, das ist altmeisterliche Ölmalerei, Schichtenmalerei. Die ganz alte Grisel-Technik bedeutet, dass dieses Bild in seiner ersten Schicht in Schwarz-Weiß- und Grautönen vorgemalt ist. Also da dann auch kein Öffnen und wieder Schließen, wie oftmals in Abstraktionen stattfindet. Das mache ich also nicht, sondern die Form ist vorgegeben und alles, was farbig ist, ist Ölmalerei in mehreren Schichten. Es ist eine Art Lebensbaum, daher auch der Titel, ich träume in seinem Schatten. Es ist eine Abstraktion mit organischen Assoziationsmöglichkeiten. Daneben hängen andere weitere Schneelandschaften von Ortocarus. Ortocarus ist an der Uni im Musischen Zentrum tätig. Da kann der Felix Freier vielleicht mehr zu sagen. Ja, wir wollen jetzt die Nische anwesen und Felix Freier hätte aber seine eigene. Ja, also, Sie haben gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, Bilder. Ich meine, man würde vielleicht vordergründig sagen, okay, das ist also Fotografie. Ich nenne sowas aber eher also Fotobilder, weil ich mich also von dem dokumentarischen Medium eine Fotografie eigentlich also löse. Also ich nehme zwar das Foto als Vorlage, aber dann wird es halt eben digital mit digitalen Mitteln verarbeitet und daraus entsteht etwas, ja, was ein Fotobild ist. Ich verweigere mich auch ein bisschen so der Frage, wo ist das gemacht? Dann sind wir wieder auf dieser Dokumentationsebene und das soll eigentlich gerade nicht passieren. Und ich hoffe, es ist spannend. Was ich mal also hier im Museum spannend finde, wenn man die Bilder anfertigt, aber das geht vielen wahrscheinlich so, dann sind die erstmal so riesig groß und an diesen großen Wänden wirken die dann doch sehr klein. Ja, das ist die Arbeit von der jungen Kollegin aus Halle, die aber hier in Bezug zu Bochum hat, die Eltern wohnen hier, sie ist hier geboren, glaube ich. Eine plastische Arbeit an der Wand und unsere jüngste Kollegin hier mit 26, war noch ganz spannend, das hier überhaupt anzuliefern aus Halle, mit Hermes und mit großen Paketen im Zug hat sie diese Arbeit hierher getragen. Die Barbara Grosse, natürlich uns vertraut, doch mit immer wieder neuen. Ja, dann haben wir hier, bitte Sie sagen, wir haben es jetzt erstmal gestellt, Sie müssen die noch entsprechend anordnen. Nee, das muss ich gar nicht, sondern die Bremsen sind los, das heißt, also möglicherweise wird dann das Publikum das machen. Die sind so entstanden, ich bin Teil einer Tanzkompanie, heiße Antonino, ihr kennt die. Zum Teil. Und wir haben eine Unart, nämlich wir spielen eigentlich nicht in normalen Häusern, sondern im öffentlichen Raum und auch ganz eng im Publikum. Und ich habe Mediengünstler macht das auch sehr eng am Publikum. Und das heißt, das Werk entsteht erst durch die Leute, die kommen. Und wir haben 2013 eine Produktion im Garten der Erinnerung in Duisburg gemacht, wo wir einen Akkordeonisten dabei hatten. Der für unsere Art, der war zu gut. Das heißt, er hat die Distanz zum Publikum aufgebaut. Und da wir das Stück draußen entwickelt haben, wir haben einen Monat im Garten der Erinnerung geprobt, habe ich diese Teile im Garten der Erinnerung ausgesetzt. Die Musikinstrumente, mit denen ist eine große Herausforderung, das Musik zu machen, wo auch unser Akkordeonist nicht mit richtig umgehen konnte, weil man kann die eigentlich nicht alleine bedienen. Hier braucht man zwei, dort braucht man vier Menschen, die kooperativ das Instrument spielen. Diese Instrumente standen dann im öffentlichen Raum, so wie jetzt auch, relativ unbeobachtet und man musste halt entscheiden, geht man das Risiko ein, fasst man es an, schiebt man es rum, funktioniert es, darf man das oder nicht?
Und ja, deswegen ist eigentlich egal, wo sie stehen. Es funktioniert wie ein Akkordeon, das heißt, ich pumpe jetzt, erzeuge ein Vakuum. Und dann ja, also bei den neuesten Sachen entstehen die Collagen, die ich wirklich als Papiercollagen erstmal anlege. Ich habe so ein Skizzenbuch, da sind inzwischen an die 100 kleine Collagen drin und da wähle ich dann aus, welche ja, am spannendsten zufällig entstanden ist. Das ist gar nicht so gezielt, sondern entsteht ja, eigentlich ein bisschen unterbewusst, aber trotzdem entstehen Zusammenhänge und das ist das Spannende an dem. Ja, weil die Wand auch nass war. Ja, das ist schon gar nicht so einfach, dass in der Kölnblätter. Hier ist auch so eine multimediale Arbeit, die kann so schon. Das ist der Giesbert. Der ist schon weg. Eine Arbeit von Giesbert Dannenberg, wo das ein Stillleben quasi zum Leben erweckt wird. Computergeneriert. Mit Geräusch. Ja. Oh, hat schon. Sag mal selber. Dass ich musste ein besonderes Licht gesucht und die Elemente von Architektur in der Bude hat einen Dialog mit den Leinwand, aber das ist sehr interessant für mich, die Konstrukt, das Kontrakt. Es liegt schön, dunkel und Licht verschieden. Tatjana ist eine brasilianische Künstlerin, die noch gar nicht so lange in Deutschland lebt. Ja? Long, long Zeit, aber gleich den Weg zu uns gefunden hat in den Künstlerbund. Okay. Ja. Und der Kollege Michael Ostermann. Herr Fickemeier ist noch installiert. Da ist die Kunst noch im Eimer, aber die kommt da raus. Ja, dass er die Putzfrau vergisst. Helga Weisheim, hier auf der linken Seite. Ja, jetzt. Nee. Was jetzt? Jetzt das Große? Oh, da sind ja noch viele andere. Ich dachte, erst mal hier weiter. Ja, ich wollte sagen, jetzt kommt wieder der Name, jetzt kommt wieder das Große. Auch immer in unserem Kalender vertreten. Zahnezeichnungen oft und ja, setze mich so mit freie figürliche Assoziationen und schaue, was da kommt. Also ich will da jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich denke, solche Bilder müssen immer von sich aus wirken, dass man da, entweder man kriegt da einen Bezug zu oder nicht. Und heißt Ernte Dank. Lili ist eine Kollegin, die das Atoll in Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut hat und da auch ganz aktiv ist, aber eben auch in Bochum gewohnt hat und immer noch einen guten Bezug zu Bochum hat und immer auch oft in den Ausstellungen mit schönen großen Arbeiten vertreten ist. Aber der Ebene Schmitz-Worn, da kann mir der Ehemann, der Werner Block, was zu sagen, zu der Arbeit. Ja, es ist eine Arbeit, die zusammen mit vielen anderen Köpfen entstanden ist, also eine Phase, die sich mit dem Kopf und den verschiedenen Perspektiven, aus denen man den Kopf betrachten kann, auseinandergesetzt. Das ist ungewöhnlich, so von oben herunter, diese Verkürzung. Die Arbeit besteht zur einen Hälfte aus Fotografie, zur anderen aus Malerei. Muss man vielleicht auch, sieht man auch nicht auf den ersten Blick, müsste man auch nochmal herangehen. Ja, hier eben unser Hinweis, wirklich mal großzügig an die Sache rangegangen, nicht mit einem Zentimetermaß. Riesengroß, aber
aber sagen, die ganz große Verwirrung vorstellen, dass selbst die Arbeiten in diesen großen Räumen, dass andere Arbeiten da tatsächlich aussehen. Aber diese, ich finde dieses Spannungsfeld immer wieder wichtig, dass wir eben auch sagen, für die bildhauerische Arbeit, die auch Funktion in der Darstellung der Kunst hat, der ist für uns auch was spannend, weil wir sind ja nicht so lange auch am Herzen. Wir sind ja in der Region verletzt, auch was Darstellen und Bildende Kunst angeht, auch mit Musikern, sodass wir das in der Ausstellung einfach auch nutzen wollen. Das ist ja, wie Sie wissen, generell unser Ansinnen, dass wir alle Ausstellungen durch Aktivitäten, Veranstaltungen auch versuchen, immer wieder unterschiedlich zu beleben, dass man auch dadurch die Veranstaltung selber immer wieder einen anderen Blick drauf bekommt. Also ich will sagen, wie performt es schon jetzt oder spielt sie drin? Es wird jetzt voraussichtlich am Samstag die erste geben und weitere werden dann durch die Presse getan. Das war ein bisschen kompliziert von der Planung her. Insofern ist das eigentlich auch ein Bestandteil des Hauses. Wir sagen, Salon Museum machen heißt nicht ein Bild an die Wand hängen und dann reicht das, sondern es ist halt wichtig, immer wieder andere Formen der Kommunikation, Führungen, Dialoge vor Bildern und Kunstwerken ist das uns wichtigste Ansinnen, aber plötzlich durch Musik oder Theater oder Tanz kriegt das dann. Also eine eher zeichnerische Arbeit von der Künstlerin Franzke, wo ich euch jetzt einen Vornamen habe. Siemens. Wir müssen da also auch immer noch mal drauf gucken, da die Linie klar ist. Aber ich habe zum Schluss noch mal die Möglichkeit, von der Künstlerin direkt einen Kommentar zu finden, Frau Ortmann. Ja, das ist allerletzte. Also ich arbeite mit Schrumpfung und ich interessiere so die Aussehung. Das sind jetzt zwei Objekte von einer 30-teiligen Installation. Also die verschränken sich manchmal so ineinander und gehen an die Wand weiter. Das ist jetzt nur ein Teil von einer Installation. Fünf Stunden sind das. Ich, je nachdem, wie groß der Raum ist, werden in fünf, acht Teile zusammengefügt.